Die Butterhandlung Holstein ist aus Münsters Genusslandschaft nicht wegzudenken. Seit fast 80 Jahren ist sie in Münster eine Quelle für Delikatessen fast aller Art. Das sehen nicht nur der Inhaber Klaus Helmrich und seine Mannschaft so. Laut der renommierten Zeitschrift Feinschmecker gehören sowohl die Butterhandlung unter den Bögen als auch deren Käsetheke zu den besten Deutschlands. Hier kommt alles aus handwerklicher Produktion. Nicht nur die Käse, auch die Fleisch- und Wurstwaren. Von den täglich hausgemachten Leckerbissen aus der eigenen Küche ganz zu schweigen. Das Weinsortiment ist ebenso selbst importiert wie die anderen Spezialitäten, die aus ganz Europa ausgewählt und nach Münster zu Holsteins gebracht werden. Ganz besonders achtet Klaus Helmrich auf das, was um uns herum in der Region zu finden ist. Nicht alle Produkte können aus regionaler Produktion stammen. Aber wenn der Inhaber bei seinen Streifzügen durch die Landschaften Westfalens etwas findet, das seinen hohen Qualitätsansprüchen genügt, dann können die Genießerinnen und Genießer in Münster dies auch bei Holsteins wiederfinden. Wo so viele Produkte von hoher Qualität ausgewählt und angeboten werden, da ist der Schritt hin zur eigenen Gastronomie nicht mehr weit. Bei der Butterhandlung direkt ums Eck befindet sich Holsteins Bistro. Ein Kleinod, in dem zu einem Glas Wein Feines aus der Theke und einer täglich wechselnden Karte angeboten wird. Aber auch mitten im Zentrum des feinsten Einkaufsreviers der Stadt, in den Münsterarkaden, finden die Besucherinnen und Besucher Holsteins Köstlichkeiten. In Holsteins Brasserie lässt sich perfekt eine Shoppingpause einlegen. Frühstücken lässt sich hier ebenso wie einen Plausch bei einem Glas Wein halten. Die Leckereien aus der frischen Theke können hier nicht nur für den heimischen Tisch eingekauft werden. Lassen Sie sich einen Naschteller zusammenstellen oder genießen Sie die Vielfalt der Küche der Brasserie.